So. Hi, Goshki Benny, o setsume shite kudasai. Hoka no futsu no Benny yori nani ga chigau? Atsumi ga aru. Also es ist sehr dick im Vergleich zum normalen Benny. Und es hat einen unglaublichen Glanz. Und es ist ziemlich rot und nicht so orange, wie man es vom normalen Shusui her kennt. Aber war ich ban tsuyoi tokoro, ne? Ano Shusui. Niban wa? Kono Benny no tokuchou? Sono zenbu no. Karada desu ne. Also auch die Körperform ist exzellent. Der Koi ist 2013 geboren. Immer an Koi war Kotoshi no Aki ni ano 6 sai. Sono 6 sai. Also ich habe gerade gesagt, dass er erst 6 Jahre ist und schon 79 cm. Ob das schon ein sehr gutes Wachstum ist, ob das die oberste Grenze ist, dann sagt er, er hat manchmal 82, 83 cm bei 6-Jährigen. Aber das ist dann die oberste Grenze. Ano koi wa nanzen chi made ni okuku inarimasu ka? 90 wa daijoubu da to omu kedo. Also er sagt, dieser kann auf 90 wachsen. Und schauen Sie sich wirklich mal diese perfekte Körperlinie an. Ano taike wa subarashii, ne? To taiko mo sugoi. Volume. Also die Körperlinie ist perfekt, die Höhe ist perfekt, das Volumen ist perfekt. Ichiban warui tokoro wa? Ichiban warui tokoro. Und das schwächste Kriterium bei dem Koi ist die Zeichnung. Die rote Zeichnung ist jetzt nicht wirklich das, was man beispielsweise sucht. Ano chichai, ano osu tsu no chichai shimi wa? Himbyokai no tame? Giri-giri kana. Kore ijou fueru to chotto himbyokai de mukashii kamoshirenai. Also er sagt, wenn es noch stärker wird, dann wird es schwer auf Ausstellung zu bestehen. Klar, irgendwo über Größe und Körper allein kann man auch nicht alles entschuldigen. Aber für jemand, der nicht auf Ausstellung geht, spielt es auch nicht die große Rolle. Ano atama wa mae wa chotto kiroi demo hakkiri. Are wa hontou ni shiroi. Ne? Hada wa kirei desu. Nano hou ga ii? Ja, kirei na hou. Shiroi hou ga ii. Shiroi hou ga ii. Also er hier hat ja schon fast eine weiße Kopfhaut, wenn sich das anschauen. Ich habe gerade gefragt, was ist besser, das beigefarbene vom letzten oder dieses weiße hier? Und dann meinte er, das weiße ist schon das bevorzugt. Ano moyo no tonari ni mo chotto niban ni demashita. Hai. Are wa mondai desu ka? Also hier sieht man auch, dass neben der roten Zeichnung etwas Niban hier, das sieht aus, als sei die Farbe noch nass gewesen und runtergelaufen. Ob das ein Problem sei? Shita ni itteru yo ne. Und wahrscheinlich, sagt er, wird es da nach unten wandern, zur Seitenlinie, was aber auch kein Problem ist. Ano kokenami wa? Kokenami wa? Mama. Also er sagt gerade, aber das spricht vielleicht für das Beni. Ich habe gefragt, wie ist das Kogenami? Und sagt, in dem Bereich perfekt. Hier vorne, da ist zwar eine Schuppe darunter. Man sieht auch sie wild durchdrücken. Aber das Rot hat so eine hohe Deckkraft, dass es einfach die Schuppe nicht mehr hergibt. Sie sehen es, da liegt ein Schatten drunter. Aber es wird auch beim Schatten bleiben.